Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind ja immer noch mitten in der Path of Exile Delirium Liga und es geht ja darum, Herausforderungen abzuschließen. Die eine oder andere Herausforderung, da sind sie ja, 40 Stück gibt es ja insgesamt. 20 habe ich jetzt gerade, Stand jetzt 21 mache ich heute noch und ich zeige euch auch gleich wie. Jedenfalls gibt es ja durchaus die eine oder andere Möglichkeit, sich diese Herausforderung auch ein bisschen leichter zu machen. Manche Sachen sind ein bisschen aufwendiger, manche Sachen wisst ihr vielleicht auch nicht. Also schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn hier unten, wenn ihr irgendwas nicht wisst oder irgendwie ein bisschen Unterstützung braucht, schreibt es euch mal rein. Das eine oder andere weiß ich ja, dann kann ich das auch vielleicht in Form eines Videos einfach nochmal zeigen. In diesem Video geht es jetzt um die spezielle Herausforderung, tauscht die Weissagungskarten ein. Die kann man sich auch ein bisschen leichter machen. Bei den Weissagungskarten geht es ja im Wesentlichen einfach darum, dass ihr diese Karten sammeln, also grinden müsst. Nun gibt es ja unterschiedliche Spielertypen. Das heißt, der eine grindet ganz viel, der macht die automatisch mit. Der andere grindet ein bisschen weniger, der hat es dann ein bisschen schwieriger. Nun kann man sich das Ganze natürlich auch vereinfachen, denn es gibt ja noch viele, viele andere Spieler, die ja auch fleißig grinden und die zufällig die eine oder andere Karte finden. Nun kann man natürlich tauschen. Tauschen heißt ja im Prinzip in Path of Exile handeln, also kaufen und verkaufen auf dem Spielertrade. Wenn wir jetzt einfach mal gucken, für diese einzigartige Karte brauchen wir zum Beispiel die Karte die eindringende Dunkelheit. Nun gibt es diverse Spieler, die natürlich auch finden und auf dem Spielerhandel auch verkaufen. Nun könnt ihr sie speziell suchen. Wenn wir mal gucken, wir brauchen insgesamt ein Set von 8 Stück. Vielleicht habt ihr sogar schon die eine oder andere gefunden. Die gehen hier los bei einer Sphäre der Alchemie, dann geht das los, 2 Chaos das Stück. Das heißt, man kann sich die hier auch kaufen. Ihr könnt im Gegenzug, falls ihr ein schlechtes Gefühl dabei habt, dass ihr die nicht selbst alle gegrindet habt, könnt ihr ja selbst auch mal gucken, was ihr noch so für Karten schon gefunden habt. Denn die eine oder andere davon, die könnt ihr im Umkehrschluss dann ja auch wieder verkaufen. Ja, nun zeige ich euch, welche Karten ihr unter anderem braucht, um diese Herausforderungsgeschichte hier an der Stelle zu bekommen. Das heißt, für die einzigartige Karte hatte ich schon gezeigt, da brauchen wir die Karte, die eindringende Dunkelheit. 8 Stück brauchen wir für ein komplettes Set. Dann habt ihr das, wenn ihr das dann eintauscht, dann habt ihr diesen Teilbereich erfüllt. Für den einzigartigen Gegenstand mit 2 impliziten Mods brauchen wir die Karte Echos der Liebe. Hier haben wir 2 implizite Modifikatoren bei Fidelitas Stachel. Oh, schweres Wort. Da haben wir also 2, im Prinzip brauchen wir 3 Karten an der Stelle. Dann brauchen wir für den Gegenstand mit den 6 Verbindungen zum Beispiel, da gibt es noch ein paar andere. Da könntet ihr vielleicht einfach mal gucken, was ihr schon gefunden habt. Es gibt da einige Kartensets. Ich nehme hier als Beispiel einfach mal der Virtuose. 6 Karten müssen wir dafür zusammen haben für das ganze Set und dann haben wir auch das schon erfüllt. Die hatte ich zum Beispiel mal automatisch, die habe ich relativ einfach gefunden. Die hier sind schon ein bisschen schwieriger, die findet man erst beim Grinden der höheren Maps oder die fallen seltener, wie auch immer. Dann haben wir die für den Schöpfer oder ältesten Gegenstand, haben wir Zepter des Zelebrierens. Also die Karte heißt der Meister des Zelebrierens. Ihr müsst immer nach dem Kartennamen suchen. Also der Virtuose, Echos der Liebe, die eindringende Dunkelheit, der Meister des Zelebrierens. Für den Skarabäus habe ich jetzt hier einfach mal der Handel rausgesucht. Dafür gibt es einen Skarabäus der Kartografie. Es gibt ja verschiedene Skarabäen. Es gibt also auch verschiedene Kartensets, die man da sammeln kann. Ich habe jetzt das hier mal rausgepickt. 5 Karten brauchen wir für ein komplettes Set. Und dann habe ich jetzt hier für einen Stapel Währung. Stapel Währung werdet ihr wahrscheinlich nicht kaufen müssen, denke ich mal. Die findet man eigentlich in der Regel immer dabei. Da gibt es ja für Färbungssphären, für Meißel des Kartografen und so weiter gibt es diverse Schleifsteine, alles mögliche. Ich denke mal, die sammelt ihr auch so, aber falls ihr doch nicht so viel grindet und ihr seid jetzt vielleicht gerade bei 11 und wollt die 12 noch voll machen, wenn ihr die Treue kauft, 5 Karten braucht ihr davon, dann habt ihr das eben auch zusammen. So, ich habe das Ganze hier mal, im Prinzip mir diese Sets, die mir noch fehlten, die habe ich mir jetzt tatsächlich mal zusammengekauft, denn wir gehen ja tatsächlich zu Navali, tauschen die Karten dann ein und wenn wir sie hier eintauschen, bekommen wir hier, oh schön, Atoll, die habe ich schon. Aber kann ja nicht nur Glück haben. So, implizite Modifikatoren, das haben wir auch. Und dann habe ich hier noch das Zelebrierens. Und zack, habe ich jetzt
eine weitere Herausforderung. Jetzt bin ich tatsächlich schon bei 21 und so nähern wir uns stückchenweise weiter. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt bei den einzelnen Herausforderungen, dass ihr sagt, also das habe ich noch nicht ganz verstanden oder hier fehlt mir noch was, lasst mich einfach wissen, schreibt es unten in die Kommentare, dann werde ich mal zusehen, dass ich da vielleicht das eine oder andere, also das, was ich zumindest weiß, zeigen kann und auch erklären kann. Da werde ich dann auch noch ein Video dazu machen. In diesem Sinne, ich drücke euch weiterhin die Daumen, dass ihr die Herausforderung schafft, die ihr schaffen wollt. Die Liga läuft noch eine Weile und vor allem guten Loot. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.